Hallo? Universumfilm? Ja, ich habe mir diesen Film angeguckt. Diesen einen da. Zweimal. Ich hätte gern 200 Minuten meiner Lebenszeit zurück. Ja, wie, was? Ja, okay. Hallo, Nikolas? Ja, ich bin's. Ja, schon wieder. Ja, ich habe mir diesen einen Film dann nochmal angeguckt. Ja, zum zweiten Mal. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, verstehe ich auch überhaupt nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Ach was? Ja, wenn du meinst. Ja, hallo Rein. Ja, ich bin's. Ja, schon wieder. Ja, ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt. Nein, immer noch nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Ja, keiner will es gewesen sein. Vielleicht machen wir mal so eine Konferenzschaltung. So, ich habe euch alle drei jetzt zusammengeschaltet. Der Film ist langweilig. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Watchlist von mir, ja? Wir haben hier die erste Ausgabe im neuen Jahr. Zum Ende letzten Jahres, gerade so über die Weihnachtsfeiertage und sowas, ne, man saß ja notgedrungen zu Hause oder man hatte Urlaub, haben wir zumindest hier einiges an Filmchen geguckt. Habe auch meinen Backlog-Stapel um einiges verkleinern können. Nichtsdestotrotz haben wir über die Weihnachtsfeiertage zum Beispiel, haben wir die komplette Herr der Ringe-Trilogie geguckt. Nein, wir haben nicht den Hobbit noch geguckt. Den mag aus mir unerfindlichen Gründen meine Freundin nicht. Nichtsdestotrotz haben wir an einem kompletten Tag an einem Tag die komplette Herr der Ringe-Trilogie geguckt. Ich brauche die jetzt, glaube ich, nicht in die Kamera halten. Ne? Die stehen hier oben irgendwo. So, den ersten Film, den ich hier habe, der ist auch noch gar nicht so alt, ist aus dem Jahre 2019, ist eine Direct-to-DVD-Blu-ray-Erscheinung hier bei uns gewesen. Geht 92 Minuten, hat eine FSK 18-Freigabe und trägt den Titel VFW. Veterans of Foreign Wars. Macht auf jeden Fall Spaß. FSK 18 ist nicht unberechtigt. Es geht im Prinzip um eine Kneipe, die von einem Kriegsveteran betrieben wird, wo sich dann auch andere Kriegsveteranen aus verschiedenen Kriegen dann treffen, einen trinken und gute Kumpels sind und so weiter. Und dann kommt es zu, sagen wir mal, kleinen Verwicklungen mit so einer Drogenbande, die im Stil, sag ich mal, 80er, 90er Jahre so ein bisschen abgespaced gezeigt werden. Ja, also Mad Max-mäßig wäre jetzt echt übertrieben, aber die sind schon ziemlich abgewichst eigentlich in dem Film. Ne? Auch schon so ein bisschen durch den Wind werden sie dargestellt, logischerweise. Ne? So ein Drogenfuzzis, was will man da auch erwarten? Auf jeden Fall hat mich der Film so ein bisschen erinnert an den alten John Carpenter-Film, der ja auch wiederum eine Neuverfilmung ist, und zwar Assault, Anschlag bei Nacht, wo ja beim John Carpenter-Film Leutchen in einem Polizeirevier quasi eingekesselt sind und sich nach außen hin versuchen zu verteidigen und die Stellung zu halten. So ähnlich ist es auch bei dem Film hier. Nur dass dann halt innen drin, in der Kneipe, sind unsere Kriegsveteranen und draußen drumherum die ganzen Drogenfuzzis, ja, die dann versuchen reinzukommen, dann teilweise auch reinkommen. Da verrate ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel, weil es ist eben auch in dem Trailer zu sehen. Und wie erwähnt, FSK 18 ist berechtigt. Ja, es kommen so Dinge zum Einsatz wie, sagen wir mal, mit Nägeln gespickte Baseballschläger oder irgendwelche Holzlatten, Kettensägen. Es fließt ordentlich Blut und das macht richtig Spaß. Ne? Also der Film ist auch gehalten, sagen wir mal, ruhig so in dem 80er, 90er-Jahres-Style, eher so 80er-Jahres-Style. Auch die Musik ist cool in dem Film und so Leutchen, die da eben mitspielen, wie zum Beispiel, jetzt muss ich ablesen, Stephen Lang, ne, den Bösewicht aus Avatar, kennt man. Dann Martin Kove, der das Arschloch bei Karate Kid gespielt hat, ne, diesen Trainer da. Dann Fred Williams, unter anderem bekannt aus M.A.S.H. Und William Sattler, der eben halt in Stirb langsam 2 auch einen Bösewicht gespielt hat. Die sind dann in dem Fall jetzt alles als Kriegsveteranen da irgendwie vertreten und kämpfen, machen, tun auf der guten Seite ihr Ding, ja, und das Ding ziehen sie gut durch, cool, lässig, das Ding macht Spaß, es erinnert wirklich an diese 80er, 90er Jahre Filmchen. Du warst Soldat. So wie wir alle. Also verhalten wir uns auch so. Wir haben das Gebiet abgegrenzt und spielen nach unseren Regeln. Das wird ein langsamer, qualvoller Tod. Du als Letzter. Hör auf zu quatschen und komm her, du Wichser. Beim ersten Fehler spalte ich dir deinen Schädel. Das Ding hat wirklich nicht viel eingespielt weltweit. Ja, das ist kaum irgendwo in den Kinos gelaufen.
Das heißt, das, was da... Der Film hat, glaube ich, auch nicht viel gekostet. Ich habe leider nicht rausgekriegt, wie viel, beziehungsweise wie wenig. Wo das Ding aufgetaucht ist, genau wie bei uns, hat man gesagt, ey, den musst du gucken, der ist cool. Wer ihn noch nicht geguckt hat, setzt ihn euch ruhig mal auf die Liste. So Oldschool-Action mit ordentlich Blut, ein paar Sprüchen, coolen Auftritten. Da macht der Film richtig Spaß, der unterhält. Im Prinzip ist es jetzt so ein Ding, wie eben in den 80ern, 90er Jahren, Hirn aus, berieseln lassen, Action abfeiern. Cool, macht Spaß. Ja, gut, lohnt sich. Los geht's. Noch irgendjemand hier, der in meine Bar kommen will? Der nächste Film, den ich euch vorstellen möchte, der ist auch noch nicht so alt, ist ebenfalls aus 2019, geht 125 Minuten, hat eine FSK 12 Freigabe. Ja, leichtes Kontrastprogramm zum vorherigen Film. Und zwar rede ich über einen Film mit Charlize Theron und Seth Rogen, Longshot. Bei uns trägt er zusätzlich noch den Untertitel Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das Ding hat gekostet 40 Millionen Dollar, hat weltweit eingespielt über 52 Millionen Dollar. Ist also für eine Komödie, denke ich mal, ganz okay, wenn auch nicht gerade herausragend. Ja, ist eine romantische Filmkomödie. Ja, es ist zu Beginn des Films, oder andersrum gesagt, der Film hat mich eigentlich von vorne bis hinten erinnert an Notting Hill. Ja, wer das Ding kennt, ne, mit Hugh Grant und Julia Roberts, Notting Hill, dieses Komödien-Liebesgeplänkel, ja. Wobei Longshot hier deutlich witziger ist, ja. Während bei Notting Hill wirklich eindeutig diese Schmalzgeschichte überwiegt, haben wir hier bei Longshot wirklich eher den humoristischen Anteil überwiegend. Ja, man hat hier diesen typischen Seth Rogen Humor, kann man ja schon fast sagen, der immer zwischendurch mal so ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Nichtsdestotrotz ist es eine Liebeskomödie, eine Romantikkomödie. Die aber deutlich mehr Spaß macht als Notting Hill, wie ich finde. Ja, weil hier einfach mehr Witz, mehr Lacher drin sind und so weiter. Der Humor, gerade der von Seth Rogen oder bei Filmen, wo er mitspielt, trifft nicht immer. Zumindest hier bei uns anscheinend nicht. Ja, in Amerika haben die das Ding wohl abgefeiert und das war wohl ziemlich erfolgreich da drüben. Bei uns geht der Humor, zumindest bei mir, immer so ein bisschen, der wirkt immer so ein bisschen flacher. Ja, das sind so billige Karlauer teilweise, die rausgehauen werden. Aber nichtsdestotrotz das Ding sehr unterhaltsam. Ja, es geht im Prinzip darum, Charlize Theron spielt irgendwie, was ist das, Außenministerin oder sowas der USA und sucht dann sich einen neuen Redenschreiber. Das ist dann in dem Fall Seth Rogen. Seth Rogen spielt dann da einen Reporter oder sowas, der dann irgendwie gefeuert wird und die zwei kennen sich von früher noch. Und sie engagiert ihn halt als Redenschreiber und dann kommen sie sich näher. Mehr brauche ich da jetzt, glaube ich, nicht zu sagen. Ist ganz witzig gemacht, finde ich. Ist im Prinzip, wie gesagt, eigentlich rumgedreht. Ne? Bei Notting Hill war es ja so, dass Julia Roberts die extrem bekannte Schauspielerin dargestellt hat, während Hugh Grant ja so ein kleiner, sagen wir mal, Niemand war und die beiden dann zusammengekommen sind. Hier ist es jetzt genau umgekehrt. Das heißt, Charlize Theron in der weiblichen Rolle spielt die große, bekannte Frau, Person, während er dann eher so der kleine Niemand ist, ist halt einfach nur rumgedreht, ja. Hat mich aber jetzt nicht gestört, ne. Es ist ja immer so eine Frage, ob man da jetzt ein großes Fass aufmachen muss, nur weil irgendwelche Geschlechterrollen vertauscht worden sind. Da gibt's ja viele, die sich daran hochziehen. Wenn das Ding gut gemacht ist und funktioniert, spielt es meiner Meinung nach gar keine Rolle, welches Geschlecht jetzt welche Rolle übernimmt oder sowas. Ja, das muss einfach passen. Und in dem Film, finde ich, passt es. Ich könnte mir in dem Fall hier jetzt die umgekehrte Rollenverteilung nicht unbedingt gut vorstellen. Das wäre, glaube ich, viel zu flach geworden. Aber in dem Fall funktioniert es wirklich gut. Es macht Spaß. Der Film ist gut. Der unterhält gut. Und wenn man so eine leichte, lockere Komödie zwischendurch mal gucken möchte, eine Liebeskomödie, wo man auch die Frau mal in den Arm nehmen kann und sagen, guck mal, Schatz, das ist lustig, ist das doch perfekt. Ja,
Also von meiner Seite aus kann man Longshot, ja, kann man gucken. Wirklich, macht Spaß, unterhält. Ich suche Schreiber, die meine Reden etwas aufpeppen können. Sein Schreibstil ist hervorragend. Und er kennt mich. Ich krieg echt Angst. Hast du manchmal ein Date? Wer will mir schon hinterherreisen in der Hoffnung, dass ich mal 5 Minuten zärtlich zu ihm bin? Ja. Wir wären fast draufgegangen. Ja, aber nur fast, oder? Wir bringen sie hier weg. Danke, Agent M. Ich hab ein riesengroßes Problem. Was ist passiert? Ist das Wasser alles? Sie hat mir den Scheiß gekauft, okay? Das ist ein traditioneller schwedischer Anzug. Hier wieselt weit und breit kein einziger Schwede rum, der sowas hat. Nächstes Mal können Sie ja Ihren eigenen Anzug mitbringen. Es ist wie in Pretty Woman. Nur ist sie Richard Gere und du Julia Roberts. Das Schicksal ist auf deiner Seite. Fred, wir gehen zu mir. Wir müssen an der Rede arbeiten. Jetzt gleich. Bin ich zu dominant? Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir machen jetzt genau das, was du dir vorstellst. Und danach drehst du mich um, haust mir fest auf den Arsch und wirkst mich ein bisschen. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einem Film, der ist schon ein bisschen älter. Der ist aus 2014, hat eine FSK 6 Freigabe. Das heißt, das Ding könnt ihr auch ganz beruhigt mit euren Kiddies gucken. Der ist wunderbar. Ich habe den Trailer damals gesehen. Der Trailer hat mich irgendwie interessiert. Dachte ich, na, das scheint eine nette Geschichte zu sein. Wenn du den mal irgendwo zu fassen kriegst, dann kannst du den ruhig mal mitnehmen. So war es dann jetzt auch. Und zwar rede ich von Earth to Echo. Ja, mal was ganz anderes. In Anführungsstrichen. Ja, wie gesagt, der Film ist aus 2014. Geht 91 Minuten. Hat 13 Millionen Dollar gekostet, hat insgesamt eingespielt 45 Millionen Dollar weltweit. Der Film hat mich in weiten Teilen erinnert an den Film Explorers. Ich hoffe, ihr könnt jetzt da was mit anfangen. Wenn nicht, dann googelt das bitte. So in dem Stil. Ja, es geht also in dem Film Explorers. Bei Earth to Echo geht es darum, dass vier Kiddies befreundet sind in der Nachbarschaft, die dann irgendwo mitten in der Wüste so einen kleinen Außerirdischen finden, so nach dem Motto, ich will nach Hause und helft mir bitte, der aber dann gleichzeitig gesucht und verfolgt wird von Regierungsbeamten und dergleichen und sie ihm dann halt helfen, sagen wir mal, nach Hause zu kommen. Ja? Gedreht ist das Ding so ein bisschen im Found-Footage-Style. Das heißt, man hat viel über den Film verteilt, wirklich aus der Perspektive der einzelnen Personen. Ja, die sind immer unterwegs mit irgendwelchen Helmkameras oder Dashcams und solchen Sachen oder Handyvideos. Ich fand das aber eigentlich ganz interessant. Das war ganz, ganz nett anzuschauen. Ne? Also das würde ich jetzt nicht als negativ empfinden in dem Film. Das war ganz nett. Ja, das hat man hat also vieles aus dieser sogenannten Ego-Perspektive zu sehen bekommen. Das ist interessant. Die paar Effekte, die in dem Film drin sind, sind akzeptabel, sind okay. Ja, kann man sich angucken. Gerade für Kinder, denke ich mal, ist das wirklich nett zu gucken. Und so für einen Sonntagnachmittag ist das Ding prima. Ja, also das ist schön zu gucken. Ja. Das ist so abgefahren, total irre. Findet einen Weg. Da kommt jemand. Wir sollten abhauen. Weg hier, weg. Wenn die Typen hinter Echo her sind, sind sie auch hinter uns her. Er ist fort. Echo, ich brauche deine Hilfe. Oh, scheiße. Das gesehen? Das ist irre, das waren wir! Ich möchte hier nochmal klarstellen, dass Watchlist-mäßig das einzig und allein meine Meinung darstellt, was ich hier so von mir gebe. Das ist klar. Ne? Dann kommen wir zum nächsten Film. Der nächste Film ist aus dem Jahre 2011. Hat 15 Millionen Dollar Budget gehabt. Das ist nicht sehr viel. Hat im Kino weltweit eingespielt 76 Millionen Dollar und hat, jetzt nur bezogen auf die USA, im Heimkinovertrieb zusätzlich nochmal 19 Millionen eingespielt, was ihn auf einen zu
zumindest was das angeht, Gesamteinspielergebnis bringt von 85 Millionen Dollar. Also durchaus eine Hausnummer. Wir reden hier von einer Literaturverfilmung. Der Film geht 100 Minuten, hat eine FSK 18 Freigabe und ist ja das Hollywood-Regiedebüt eines, wo kommt er her? Eines dänischen Filmemachers. Ja, ich habe vorhin das Telefon in der Hand gehabt und habe mich da so ein bisschen drüber ausgelassen, um meine Meinung kundzutun. Und zwar rede ich von Drive. Ja, ich habe mich auf das Experiment eingelassen. Ich habe den Film zum ersten Mal geguckt und fand ihn totlangweilig. Ich habe ja dann mitbekommen, dass Gott und die Welt den Film abfeiert. Man sieht es ja auch an den Einspielergebnissen und an den Kritiken teilweise oder überwiegend, muss man sagen. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du da irgendwie was nicht mitgekriegt oder so bei dem Film. Also habe ich ihn mir nochmal besorgt und habe ihn mir nochmal angeschaut. Ja, wie beim ersten Mal hat mich der Film eigentlich an die Neuverfilmung von Michael Mann erinnert, und zwar an diese Miami Vice-Klamotte. Wobei ich bei Miami Vice ja mehr oder weniger in Anlehnung an die Serie so halbwegs erahnen konnte, wie der Film wird. Ja? Miami Vice, die Neuverfilmung, hat mir nicht gefallen. Ja, fand ich auch viel zu lang. Und insgesamt, wie gesagt, das hat mir nicht gefallen. Und habe mir dann Drive jetzt nochmal angeguckt. Oh. Nee, er gefällt mir immer noch nicht. Ja, ich finde ihn langweilig. Ich weiß nicht, was die Leute daran finden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir leid. Na, eigentlich tut es mir nicht leid, weil das würde ja bedeuten, ich hätte was falsch gemacht. Nein, es ist einfach so. Ich finde den Film langweilig. Ja? Gerne schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß, viele von euch finden den Film super und das ist der beste Film des Jahrhunderts, Jahrtausends und was weiß ich nicht alles. Ich kann damit nichts anfangen. Ja? Das ist wie eine Schlaftablette. Ja? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe bei der Zweitsichtung habe ich meine Freundin dazu geholt. Das erste Mal habe ich ihn alleine geguckt und habe dann beim zweiten Mal gesagt, hier, komm, guck den Film bitte mit mir. Vielleicht habe ich ja da irgendwie den Kontakt verloren. Keine Ahnung. Ja, und sie hat da auch gesessen. Wir haben den Film zusammen geguckt. Und unsere Geschmäcker, was Filme angeht, geht schon mal ein bisschen auseinander, um es vorsichtig zu formulieren. Und sie hat... Ich glaube, bevor überhaupt die Hälfte des Films zu Ende war, hat sie gesagt, nee, ich gehe jetzt raus, ich lese ein Buch, ich kann das nicht ertragen, das ist ja unmöglich. Ja, kann ich durchaus verstehen. Ja, mir ging es ähnlich. Ich hätte es am liebsten ausgemacht, ich habe es trotzdem nochmal bis zum Ende geguckt. Ja, Leute, es ist so. Ja, schlimm. Als kleine Vorgeschichte muss ich dazu sagen, ich habe, bevor ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich auch von dem Trailer triggern lassen. Ja, das heißt, ich habe den Trailer damals gesehen. Der Trailer ist sehr actionreich geschnitten. Das heißt, habe ich eigentlich gedacht, das wäre sowas wie der Film Driver aus den, ich glaube, 70ern. Ich glaube, von 76, 78 oder so ist der. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist jetzt so halb geraten. Oder von mir aus... Ja, Gone in 60 Seconds wäre jetzt übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall was Actionreicheres erwartet. Ja, zumal ich habe das Buch nicht gelesen, also ne, ist ja eine Literaturverfilmung, ich habe das Buch vorher nicht gelesen, wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt und habe mich jetzt wirklich einzig und allein verlassen darauf, was mir der Trailer versucht zu vermitteln. Wir sehen uns in 5 Minuten. Ich brauche nur 4. Hast du irgendwas von einem zweiten Wagen gewusst? Er sagt dir, dass da irgendein Wagen sein wird, der uns aufhält. Wem gehört das Geld, das ich habe? Ich werde dir mal was verraten. Wenn jemand das rausfindet, sind wir beide tot. Was hast du da? Hat dir das einer der Männer gegeben? Du hast den von Irene erzählt! Beruhige dich, Junge! Kommt dir lieber kein vor. Mittlerweile ist es ja so, dass man eigentlich weiß, dass man auf die Trailer einen Scheißdreck geben kann. Ja, das ist einfach so. Ne? Entweder es wird zu viel verraten, es werden die besten Szenen reingeschnitten und. Das hat sich in den letzten Jahren, ja, muss man leider sagen, fast so etabliert. Das heißt, man kann da eigentlich gar nicht mehr viel drauf geben. Wenn einem der Trailer irgendwie eine interessante Geschichte vermittelt, sagt man, okay, das könnte was sein.
Da schaue ich mal rein. Aber sagen wir mal, damals, 2011, das sind jetzt 10 Jahre, ja, 9 Jahre, je nachdem, wie man rechnet, wenn man anfängt zu rechnen, habe ich gedacht, okay, da geht es jetzt richtig ab. Gut, ich bin oder war nicht der Einzige, der sich dadurch hat in die Irre führen lassen. Es gab tatsächlich bei diesem Film in Amerika eine Klage. Ich meine, wir kennen das alle in Amerika, da kannst du Hinz und Kunz wegen jedem Scheiß verklagen. Auf jeden Fall gab es tatsächlich jemanden, eine Frau, die in Amerika hingegangen ist und hat das Filmstudio verklagt wegen so eigentlich irreführender Werbung. Ja, das heißt, sie hat auch den Trailer gesehen und hat gesagt, naja, das ist ein Actionknaller, ist ins Kino gegangen, war auch total enttäuscht und hat dann tatsächlich das Filmstudio verklagt und wollte neben ihrem Eintrittspreis natürlich auch noch ein bisschen mehr Kohle zurück, hat dann, ja, ist jetzt die Frage, ob dummerweise oder sowas, noch so ein paar andere Sachen mit einfließen lassen in die Klage. Sie hat dann unter anderem gesagt, der Film wäre, der Film sei antisemitisch. Das hat sie noch so mit eingeführt bei der Klage. Ob das jetzt so der richtige Weg war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die Klage damals abgewiesen worden. Aber ich kann die Frau gut verstehen, ja. Es ist, wie es ist. Ich habe mir den Drive jetzt nochmal angeschaut. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Wenn ich jetzt hier so in der Watchlist irgendwelche Filme habe, wo ich sage, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen, und andere Leute sagen, ja, der ist aber eigentlich super und den musst du reinhalten. Klar, es ist entweder reine Geschmackssache, das ist ja bei vielen Dingen so. Ja, grundsätzlich ist es ja kein Leitfaden, den ich hier von mir gebe. Ich gebe ja eigentlich meine Meinung zu den Filmen ab. Wenn da mal irgendwelche Sachen auftauchen, wo ihr sagt, nein, da kann ich jetzt deine Meinung überhaupt nicht verstehen und eigentlich findest du ja den und den Film gut, dann müsste dir der eigentlich trotzdem gefallen. Schau ihn dir nochmal an. Bin ich gerne bereit, das zu tun, aber nur zögerlich. Ja, bei Drive habe ich mich jetzt aus irgendeinem Grund überredet gefühlt, mir das Ding nochmal anzuschauen, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich wünsche allen, die den Film feiern, super viel Spaß bei der 20. Sichtung. Feiert das Ding ab. Klasse, finde ich gut. Jeder hat sein Ding. Habe ich garantiert auch irgendwelche Sachen, wo ich sage, das feiere ich total ab und das könnte ich rund um die Uhr gucken und ihr euch dann einfach nur an die Stirn fasst und sagt, wie kann der Mensch nur? Letztendlich hätte ich mir das Experiment sparen können, sollen. Es tut mir leid. Nee, tut es mir nicht. Es tut mir leid um meine Zeit eigentlich, aber Drive ist... Somit wäre ich dann wieder durch, Watchlist-mäßig, 4 Filme, eine Meinung. Ja, die nächste Watchlist habe ich schon drüben liegen, die ist in Vorbereitung. Das heißt, ich kümmere mich ja immer so ein bisschen um so ein paar Infos, ja, wobei ich mich um die Filme eigentlich kümmere, beziehungsweise über die Filme informiere, erst nachdem ich sie gesehen habe. Ich gehe da also immer sehr unvoreingenommen ran an die ganze Geschichte. Das hilft mir, ja, mit den Filmen oder die Filme vorher nicht irgendwie kaputt zu lesen. Ich denke mal, das macht ihr eigentlich ganz genauso. Ja? Ansonsten haut es mir ruhig in die Kommentare. Ich gehe schon mal in Deckung bezüglich Drive. Ansonsten, was die anderen Filme angeht, VfE und dergleichen. Wer sich so ein Ding holt, der weiß, worauf er sich einlässt, vermutlich. Ja? Das lohnt sich. Gut, nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch schönen Mittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Prima, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.